Am kommenden Sonntag, liebe Zuschauer, ist, außer Sonntag, Palmsonntag. Genau richtig. Darauf bereitet sich auch die Kathi von Da Horm ist Da Horm vor und zeigt uns heute, wie sie ihren Palmbusch bindet. Hat sie gelernt, selbstverständlich von der Mama. Grüß euch zu meinem Videoblog daheim in Bayern. Ja, jetzt geht's so langsam auf Palmsonntag zu und drum den wir heute Palmbüschel basteln. Der Palmbusch wird am Palmsonntag in der Kirche geweiht. Er ist ein richtig schöner Brauch im Alpenland, aber auch woanders in südlichen Ländern, da haben sie auch Palmbuschen. Und da nehmen sie zum Teil auch echte Palmwedel. Und die erinnern an den Einzug von Jesus in Jerusalem, wo die Leute zu seiner Ehre die Palmwedel geschwenkt haben und auf den Boden gelegt, wo er dann mit dem Esel drüber geritten ist. Palmbuschen gibt es in alle Variationen, je nach Gegend. Da schaut mal, da habe ich ein paar Fotos da. Also wie gesagt, je nach Region, aber die sind schon wirklich umso größer, umso besser. Bei uns zum Beispiel, da hat man solche Blumen mit drin, die man selber bastelt. Und ja, man kann auch Ostereier mit reinhängen. Dann natürlich die Bulmkassler, die dürfen nicht fallen. Oder Brezen. Das ist ja ein Symbol an die Fastenzeit quasi. Und ja, was man halt so findet, bunte Bänder. Also, was einem halt gefällt, da kann man sie austoben. Wie gesagt, für Palmbuschen gibt es keine Vorschrift. Das ist je nach Gegend verschieden. Ich zum Beispiel, ich kenne sie so. Mit Bulmkatzeln, das ist ja ganz logisch. Dann mit immer grünen Zweigen, also Buchsbaum oder Tuje. So bunte Banteln, dann Ostereier. Einfach nur Werkzeug, Schere, Draht, Zange. Einfach was zum Basteln braucht's. Und jetzt zeige ich euch, wenn man solche Blumen macht. Das ist bei uns in der Gegend Tradition. Die gehören in jeden Baumbusch mit rein. Da braucht es auf jeden Fall mal so ein Krepppapier. Das ist jetzt kennt bestimmt jeder. Das gibt es in jedem Bastelladen. Und ich habe jetzt quasi das Krepppapier, ich habe jetzt ein rotes, so 5 cm abgeschnitten. Und dann nehme ich das und da gibt es eine besondere Falttechnik oder einfach ja Technik, dass man die Blume noch schöner zusammenbringt. Damit jetzt genau hier schauen. Ich knicke jetzt das so um und knicke dann da so. Das ist ein bisschen Übung und drehe das dann quasi so. Nehme immer wieder was dazu und einfach so drehen, dass dann so ein Muster rauskommt. So, und das macht es dann immer weiter. Einfach, dass ihr halt schon mal Stickel habt, weil nachher braucht ihr dann für die Blume schon ein bisschen mehr. Am Anfang ist es immer ein bisschen schwer, aber das lernt man alles. Ich habe zum Beispiel von der Mama gelernt. Und irgendwann geht das dann auch wirklich rucki-zucki. So, hoppala, der Wind. Genau. Und wenn ihr dann so weit seid, dann nehmt ihr jetzt einfach einmal solche Schaschlikstäbe her. Für den Stiel von der Blume quasi. Und dann setzt sie es hier an und dann fängt sie einfach zum Wickeln an von der Blume. Das ist ein bisschen Übungssache. Manchmal gelingt es auf Anhieb. Manchmal muss man einfach ein bisschen rumprobieren. Meistens macht man die Blume nicht allzu groß, weil dann nachher einfach noch ein Grünzeug dazu kommt. Und dann könnt ihr den Rest einfach abschneiden. Und dann nehmt ihr jetzt so einen dünnen Draht. Legt sie dann da rum und setzt das Ganze fest dran. So, dass es fest ist. Und einfach dann abschneiden. Und dann brauche ich noch ein paar Zweige zum Verzieren. Und dann nimmt es einfach wieder einen Draht und setzt es fest dran. So, und dann kommt natürlich, wie zu jeder Blume, ein grüner Stiel. Dann so rumdrehen. Tada! Bevor ich jetzt den Baumbuschen zusammen mache, muss ich natürlich erst einmal die Asteln ja, auf eine gewisse Länge schneiden, dass man nicht zu groß wird und dass die Blumen dann einfach auch mit reinpassen. Und die dann einfach ein wenig zusammen. Die Baumkatzelzweige wachsen ja überall in der Gegend, aber reißt es nicht da ab, sondern holt es lieber vom Gärtner oder so, weil das ist nämlich das erste Futter für die Bienen. Also bei uns in der Oberpfalz, also da wo ich herkomme quasi, da hat man das immer wegen handlicher, also wegen kleiner. Anders ist es bei den Kommunionkindern zum Beispiel.
bei uns im Dorf, da kriegen die Kommunionkinder dann große Palmbüschen. Also wo wirklich ein Stecker dran ist, in dem man dann wirklich mittragen kann. Und die anderen Leute, also die, die halt keine Kommunionkinder haben oder so, die nehmen wir eben die kleinen zum Wein mit in die Kirche. Und dann ist danach, wo man ein Kreuz an der Wand hat, das dazu hängen. Das langt jetzt schon mal für den Anfang. Und dann schauen wir noch ein bisschen ein Grünzeug, dass das auch nach was ausschaut. Und dann können wir einfach die Blumen in alle möglichen Farben reinstecken. In manchen Gegenden, da zerlingst das nach der Weihe gleich wieder, also den Bäumbüschel. Und verteilen das Ganze entweder am Feld, am Hof oder im Stall. Und denken, dass dadurch ein fruchtbares Jahr kriegen und ja, das gegen böse Geister hilft. Und ich kenne auch welche, die Bäumkatzel verschlucken, dass gesund bleiben. Und dann zum Schluss, wenn ihr das habt, dann nehmt einfach noch einen dickeren Draht und das Ganze festmachen. Genau, und jetzt habt ihr unten den Rest noch und da könnt ihr es dann einfach alles ein bisschen auf die gleiche Länge zwicken, wenn es durchkommt. Und dann zur Verzierde kann man natürlich wieder ein Schleifen rummachen und fertig ist der Bäumbuschen aus der Oberpfalz. So einfach geht der.